Mein Name ist Julia Daxauer, ich bin die Wohnbauberaterin von Kai und von der Anita. Und heute schauen wir uns an, wie sie sich da in Fieberbrunn ihren Wohnraum erfüllt haben. Kommt mit! Hallo, Hallo, grüß euch. Darf man eine Runde Haus schauen gehen? Ja, natürlich. Dankeschön. Ja, das ist unser Herzstück im Prinzip vom Haus. Das ist die Küche, kann man sagen. Wow, so eine schöne Küche, ja. Gewaltig. Da haben wir uns ein bisschen ausgetobt. Ja. Gut, bei dir beruflich als Küchenbauer natürlich optimal. Ja. Professionell, zwei Backöfen, Vakuumierschublad, Stauarbeitsplatten. Das gehört für mich einfach zu einer geilen Küche dazu, sagen wir mal so. Ja. Da haben wir einen großen Esstisch. Und sogar mit Kocheofen, da direkt mit der offenen Feuerstelle. Schaut gewaltig aus. Ja. Voll gemütlich. Wohl, das ist auch voll nett, ja. Ja. War gewaltig da rum, voll schön mit dem Sichtdachstuhl. Das ist wirklich voll schön. Ja, es ist, das komplette Haus ist ein Holzhaus mit 10 cm Massivholzwind. Überall komplett verbaut im Haus. Mhm. Alle Wände sind mit Lehmputz verputzt, wegen dem Raumklima. Mhm. War euch das wichtig, dass solche Materialien wie Holz und in den Lehmputz und sowas, war das wichtig bei eurem Hausbau? Ja, also das war eigentlich schon ein Kritikpunkt eigentlich von mir. Ja. Weil ich gesagt habe, ich will eigentlich keinen Betonbunker nicht. Ja. Also ich will eigentlich schon ein Haus, das was irgendwo ein bisschen lebt. Ja. Da erinnern wir uns noch an Eckbadewanne, Dusche. Ja, die Badmöbel habe ich auch selber gemacht. Ja. Das ja, bei dir gibt es wirklich schöne Möglichkeiten. Gell? Ja. Da haben wir noch Eckbadewanne her, weil wir gesagt haben, zuerst wollten wir eine Krade machen. Und haben gesagt, eigentlich haben wir da so viel Platz. Eigentlich könnte man Eckbadewanne auch machen. Ja. Okay, ja, das ist schon ein bisschen Luxus, gell? Das ist dann schon fein, wenn man ja. Also eine Badewanne hat. Was war die größte Herausforderung bei euch beim Hausbauen? Eigentlich das größte war eigentlich die Finanzierung. Und ja. Platz selber, das war jetzt eigentlich relativ einfach. Ja, das ist von deiner Familie, glaube ich, gell? Ja, genau. Mhm. Aber die Finanzierung, ja. Okay. Aber es ist eigentlich, hat eigentlich alles gut funktioniert. Glaub an dich. Jetzt teilnehmen und gewinnen. Wir verlosen Gutscheine von Tiroler Meisterbetrieben im Wert von 10.000 Euro.